So, kann ich noch was reinstecken ans Moped? Da passt da jetzt wieder so viel rein. Mein Moped ist schon wieder voll. Bei mir passt aber sonst noch was rein, wenn es nicht reicht. Aber. Ah, das war nicht leer, ja klar. Quietsch, 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 quietsch. Ah, okay, die ist leer. Okay, dann also Stufe 1. Ja, dann ist los. Egal. Hm? Okay. Wie schnell. Überraschung. Wie schön, wie alles respawnt. Mach wieder eine Kiste. Ja. Und stell es wieder hin. Die tatsächlich komplett weg ist. Sogar der ganze Baum hier ist weg. Hier ist ein Baum weg. Der hier war vorher ein Baum. Bei mir ist auch ein Baum. Bei mir ist da kein Baum. Kurios. Also Kiste steht da wieder. Mhm. Ach, schon wieder eine Blunderbuss. Ja. Ein bisschen Munition. Jo. Also kannst du die Blunderbuss in dem Rucksack da liegen lassen. Dann nimmst du mit, reparierst sie und verkaufst sie dann. Ich kann sie auch in die Kiste tun. Oder so. Auch mit ein bisschen Muni sogar. Na, was ziehe ich diesmal aus dem Holzkohlegrill? Wieder verkohltes Wildbret. Verkohlt. Ja, ich weiß, dass du da liegst. Kein Überraschungsmoment für dich, mein Freund. Ist niemand? Nee, das ist eine Außentür, glaube ich. Da ist auch keiner. Okay. Pass auf, von oben kommt ein Motorradfahrer. Der kommt da gleich runtergefallen. Der kann. Nee, der schafft das nicht, da durchzukommen. Okay, warte mal, wie das ist. Das ist mir zu tricky gerade. Weil der mit seinem Helm, der ist nämlich gut geschützt gegen Schläge von oben. Das ist nichts. Da ist auch kein Zombie. Dann wahrscheinlich jetzt oben wieder. Meine Tasche ist auch diesmal oben. Ich glaube, ich habe ihm einen Arm abgerissen. Haut, wo es weh tut. Ja, das kann schon mal passieren im Eifer des Gefechts, ne? Was willst du machen? Entschuldigung an die männlichen Zuschauer. Ah ja, komm. Lauf doch nicht, Mädchen. Dick. Stirb. Ich habe ja mal eine Zeit lang in einem Hunde- und Katzenhotel gearbeitet. Ja. Und dann wurden ja die Daten der Tiere auch immer aufgenommen. Und immer wenn ich dann gefragt habe, wenn das dann eben halt männliche Kunden gewesen sind und ist er denn kastriert? Nein! Um Gottes Willen. Also du hast richtig gemerkt, wie was zusammengezuckt ist. So von wegen. Das fand ich immer ganz interessant. Ich meine, ist das, ja klar, es ist natürlich das Empfindlichste mit
des Mannes. Also klar, das ist natürlich etwas, was man als Frau nicht so nachvollziehen kann. Ne? Das ist, aber es muss echt, also das fand ich immer sehr interessant. Das sind sie sehr empfindlich. Oder es wurde dann gesagt, nein, nein, er soll schon noch seinen Spaß haben und all sowas. Ne? Also das ist so, okay. Gut, dann gucke ich mal, ob wieder eine Flasche Wasser drin ist. Okay. Nee, es ist mein Kurierturnister. Meiner ist da unten. Okay, ich hab meine Sachen, habe ich. Kann ich mal unten weiter abbauen? Nicht. Der ist leer. Retro-Kühlschrank. Eine Kartoffel! Soll ich sie im Briefkasten stecken? Bitte. So wie jeder gute Amazon-Bote. Ich höre draußen einen Wolf. Okay. Ja. So, da ist meine... nur zu warm. Ja, okay. Gut, machen wir gleich. Ich bin da. Also das ist wahrscheinlich deiner jetzt hier. Kann das sein? Hier in dem Geheim? Ich guck mal. Ja, hier ist ich noch ein... Noch ab. Da hier in der Ecke ist der Turnister, da wo meiner vorher gewesen ist. Ah, okay. Unterm Boden. Meiner. Sehr gut. Ich nehme nur Glas und so mit. Also, nicht wundern. Okay. Wenn er immer wieder... Ja, ich höre es klirren die ganze Zeit. Eben. Da verliere ich Sacken. Ja, das ist mal die Angst, ne? Das ist aber schon Wahnsinn, was man aus so einem kleinen Haus alles rausholen kann. Ne? Ja. Achso, okay, das wäre. Manchmal ist ja hier auch was drin, glaube ich, ne? Aber das ist. Dann würde es, glaube ich, abstehen. So, Wolf, ja? Komm, Wölfchen. Möchtest du eventuell in unseren Eintopf? Ah ja, da springt er rum, ich sehe ihn. Oh, ich habe Hunger. Siehst du, kaum sehe ich einen Wolf, kriege ich Hunger. Das sollte mir zu denken geben. Oh, jetzt verliere ich Säckchen. Nein! Die fliegen alle weg. Schnell was scrappen. Oh Gott. Ich komm schon, wo bist du? Hinterm Haus, hier links hinterm Haus. Ich kann nicht scrappen. Komm schon. Nein, das ist nicht, dass es despawnt. Hier, scheiß auf sowas. Fleisch ist wichtiger. Ach, so Knochen. Ich verliere Knochen. Heb sie auf. Alles gut. Okay. Baust du ihn dann weiter ab? Ja. Okay, ich muss mal ganz schnell mich entleeren hier. Gottes Willen. Die Kiste ist leer. Also Moped. Ja, es kommt gleich ins Moped. Definitiv, ja. Mhm. Schwerst überladen, ey. Schnauf. Und das ist gerade mal erst wieder die erste Quest, ne? Das ist der Hammer. Ein Moped ist ja schon voll. Ich muss jetzt schauen, ob ich irgendwas stacken kann. Ja, sonst kannst du bei mir dann sowas reinstecken. Hm. Nein, ich wollte
E drücken. Lange E drücken. So, schauen wir mal. Ah, ich habe ein Rezept für gekochte Maiskolben. Ich lese mal. Mhm. So, das kann man scrappen. Militärstoff. Cool. Ich lasse das, was ich dann verkaufen will, gleich am Mann. Also. Ja, okay. Ist ja lächerlich sonst. Ne, ich habe auch wieder ein bisschen Rüstung gefunden, das ist die Frage, ne? Ja, aber die. Ich glaube, es ist gescheiter, wenn wir die zuerst vergleichen, ob wir was Besseres haben. Ja, das ist eine Einser. Also, das ist eine Beige, also, ne? Das ist. Von daher. Ja, aber sie kann trotzdem besser sein. Also. Okay. Einmal Kaffee sammeln lasse ich da. Es ist, ja, haben wir ja auch. Ich könnte auch die Yucca-Samen, glaube ich, da lassen. Ich gucke mal, sonst gleich eben, ob ich bei dir noch was. Das kriege ich wieder. Du kannst auch gucken, ja, ob du bei mir noch was reinkriegst, ne? Wie gesagt. Yucca-Samen blüht da. Ja, dann lasse ich meine auch fallen. Okay. Also. Da. Ich guck mal eben, ob ich bei dir noch was rein tun kann. Mhm. Genau. Benzin zum Beispiel, das habe ich gar nicht. Ich habe keinen Stack. Aber Fleisch kann ich bei mir reinmachen. In deinem Moped liegt noch Benzin, das nehme ich mal raus. Das gebe ich zu mir. Ich habe auch dafür eben Fleisch bei dir rausgenommen. Das habe ich nämlich auch. Das habe ich auch. Mhm. Das habe ich auch. Also das, was ich so sehen kann, können wir halt gleich mal eben. Ja, okay. Den Rest behalte ich im Inventar. Ich habe dir auch was rausgenommen. Also. Okay. Oh, das ist, ich habe eine grüne Wrench gefunden. Okay. Nice. Wenn sie besser ist, ist dann? Ja, ich habe eine, hab ne Orange, also eine Zweier. Das ist eine Vierer. Mhm. Ja. Cool. Gut, dann zum nächsten. Ja, das nächste ist dann. In der Stadt, in dem Städtchen. Zwei nebeneinander habe ich da, ne? Genau. Genau. Zwei Häuser sind das. Okay, cool. Na dann. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir den Tag zu Ende und dann in der Nacht wieder ausloggen. Ja, okay. Ich habe mich auch langsam wieder rum. Hm. Erzähl mal was Neues. Wenn du mit der Folgenlänge und auch mit den Folgen hinkommst, obwohl wir uns ein bisschen vergatscht haben am Anfang. Ja, definitiv. Es ist ja jetzt noch nicht mal, die letzte Session ist noch nicht mal online, weil ich jetzt ein paar Tage nicht hinterhergekommen bin. Also von daher, okay, hier ist das erste. Das ist das Haus, was wir auch schon mal geleert haben. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch leer sein, oder? Die ganzen Blumenkübel sind auch noch weg. Ja. Ja, die Garage ist leer. Ich stelle nur mein Moped auf die andere Seite. Mhm. Okay, dann stelle ich meins auch mal eben weiter weg. Ja, die Garage ist leer. Da ist auch. Da ist, glaube ich, noch alles weg, weil hier waren auch ganz viele Blumenkästen. Ja, dann. Da war! Ich liebe es. Ich liebe Zauberhand. Ich glaube, hier war einer, ne? Hinter. Ja. Da war jemand hinter. Okay, hier sind zwei Herrschaften drin. Yeah.
Was ist das? Ist ein Spider. Das ist das Geräusch von einem Spider. Achso, weil das sich eben bewegt hatte, das sah eben gerade ganz komisch aus. Warte mal, da arbeitet sich irgendwo was durch. Aber da ist keine Tür. Ich glaube, der ist oben, ne? Bevor er uns auf den Kopf springt. Ja, oben ist er da. Jetzt sehe ich den Spider wieder unten. Ist vielleicht von, hat sich durchgearbeitet. Ja, der kämpft sich jetzt hier durch, hier, durch die Wand. Der kommt hier gleich durch. Und lassen wir ihn sich mal eben durcharbeiten, ja, ne? Ja, süß. Tja. Und sonst so? Passt ja durch ein Feld? Nein. Aber du kannst durch ein Feld durchhauen. Ja. Au! Der kann auch durch ein Feld durchhauen. Ja? Ja, ha. Aber er kommt nicht durch. Der hat mich eben... Der hat mich eben... Okay, jetzt reicht's. Ich glaube, ich spinne. Ich mache inzwischen die Garage leer. Ja. So, warte mal. Die Tür ist sowieso blind. Das heißt, da müssen wir uns nicht durcharbeiten. Ja, hier ist überall nur Schrott drin. Abbauen können wir leider mal eben. Das weiß ich eben nicht. Ob die... Weil hier ist auch eine Tür. Nee, nee, das ist die hier. Das ist genau die, die auf dieser Seite... Das ist eine blinde Tür. Da in dem Flur, wo die Waschmaschine und der Trockner drin sind, ne? Ah ja. Das, die ist definitiv blind. Da ist, ist der Flur auf der anderen Seite. Mhm. So, hier ist keiner drin. Drin, dann wird vielleicht noch auf dem Boden jemand sein. Und hier ist noch was. Da ist keiner drin. Das war klar. Das habe ich auch erwartet. Bist du aufgegangen? Ich bin oben. Ja, sag doch was. Ja, nee, ich wollte erst, dass wir weiter klären. Dass, Ich wusste nicht, dass du raufgegangen bist. Kannst du nicht riechen. Nee, ist doch gut. Ist doch überhaupt kein Problem. Okay, warte mal. Hier sind überall Löcher drin. Das ist natürlich doof. Ah, oh. Bist du am Dach? Nein, nein, ich bin im Obergeschoss. Auf dem Dach bin ich noch nicht. Ich warte jetzt erstmal hier. Aber da sind überall Löcher drin nach oben. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir vielleicht gleich direkt auf den Boden gehen. Also hier sind alle tot. Kann nur höchstens sein, dass da oben noch welche liegen.
Ah, okay, ich habe meinen Tornister gefunden. Das war der hier. Meine ist 10 Meter. Hier irgendwo sein. Größe nehmen an. Und ich bin voll. Irgendwo hier? Muss ich das weg? Weiß ich nicht, so auf dieser Ebene? Ja, ja. 3,4 Meter. Okay, kann ich nicht mitnehmen. Ich muss mich mal eben entmühlen. Mhm. Ich gehe mal eben zum Moped. Ach, falscher Weg. Nein, auch falsch. Das war ja hier einmal rum. Nein, nein. Wo ist denn der? Wo soll der sein? Ach, ich bin infiziert, aber ich habe zum Glück einen Honig dabei. Der ist bestimmt wieder irgendwie versteckt oder sowas. Ja, ja, ich such den grad. Ein Balkon oder so? Sollte denn sein? Unten, oder? Ja. Tja, mir geht nicht rein, aber ich zeige dir ein bisschen Platz im Inventar. So. Ich komme wieder rein. Sein, hallo. Soll hier irgendwo sein. Es muss doch irgendwo offensichtlich sein. Hm. Also hier blinkt es in 3,4 Meter. Hm. Jetzt entferne ich mich. 5 Meter, 4,2, 3,4, 2,6, 2. 1,7. Ist das vielleicht oben auf dem Boden eingelassen? So wie bei mir. Bei mir war es ja auch so komisch. Dann lass uns mal erstmal eben nochmal auf den Boden gehen. Dann müssen wir nochmal eben klären. Ach, jetzt geht das wieder los. Da war ich schon oben. Ach so. Da ist keiner mehr. Okay, aber vielleicht ist das dann... ja. Ja, aber jetzt ist weiter unten angezeigt. Hm. Das ist ja manchmal ziemlich link versteckt, ne, die ganzen Geschichten. Ja. Yeah.
Es wird weiter unten angezeigt. Ich geh mal runter. Naja, ja, hier oben ist jetzt auch sonst soweit nichts mehr, was sich lohnt. Hier ist sie mich hier irgendwo angezeigt. In 0,4 Metern. Ich müsste quasi draufstehen. Haha! Hier die Wand weghauen. Oh, siehst du, ich sag ja, wie Link. Das ist manchmal so fies versteckt. Ja, ja, ja. Genau dahinter. Ja. Und das ist, muss man so aufpassen, dass du dann nicht noch versehentlich das Ding kaputt machst, weißt du? Das ganze Sportzimmer. Oh, und hier ist auch noch ganz viel. Ich muss schon schauen, ob ich Sacker verliere. Ja, hatte ich nämlich eben auch. Das ist trügerisch. Geh mal raus zum. Und es passt auch nichts mehr rein. Auto. Also, ich habe eben schon in beiden Motorrädern was reingesteckt, also... Ja. Ich gehe mal raus. Mhm. Bitte lass irgendwas. Bitte lass irgendwas stecken. Vor allem, wir haben noch ein Haus. Oh Gott. Yep. Das ist einmal voll. Wo ist dein Motor? Ich weiß, wo dein Motorrad ist, also gebe ich das Zeug mal in die Kiste. Hm, steht auf der anderen Seite. Wird dir das nicht angezeigt? Nein. Okay. Ich habe nicht mal meins angezeigt. Das ist ja doof. Deswegen mache ich ja die Holzböcke. Stimmt, meins wird mir auch nie angezeigt. Ich habe mir immer nur gemerkt, wo es liegt. Das ist. Warum werden die nicht angezeigt? Das ist doch doof. Ich mach froh, dass es im Gras und dann. So, was haben wir denn da? Schönes in der Kiste. Pff.